Hena, hallo und herzlich willkommen zurück zu Trails for Daybreak. Das vierte Kapitel ist, ja, stark im Gange, sag ich mal. Vizette hat es ziemlich zerlegt. Mit etwas Glück ist sie irgendwann wieder dabei, aber mal schauen, was daraus wird. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal an unserem wahrscheinlich letzten Tag noch voll SPGs zu erledigen. Mal schauen, wie viele das sind. Und wo die sein werden. Und ansonsten sollen wir gerade... Moment, was sollen wir gerade? Track down Almata while completing 4 SPGs. Okay, wir sollen sogar 4 SPGs machen. Ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal an. Newtown anscheinend nur. Da hinten an der Arrow Tram ist irgendwo das Ding, ne? Da. Dann schauen wir doch mal, was das Bulletin Board für uns bereithält. Hidden Machines. I failed to mention this earlier, but I have a proposition for all of you. It is something of an extension of Crown Prince Cherie's request, but if you have the time, would you consider taking on the job? I'll be waiting for you at the park in Newtown. Second Lieutenant Kayla McMillan. Das ist doch gleich hier, oder? Oder? Ja, hier, da steht sie. Och, naja. Oh, trotzdem, oder?
Let's hurry up and finish this. Okay. Folgen wir einfach den Questmarkern. Das ist immer am einfachsten. Ich bin hier schon wieder. Can we talk? Stay here and relax. Okay. Dann haben wir hier in diesem Areal schon nichts mehr. Gehen wir in den Artisanal District. Off we go. Da sollen wir sogar hin. Also hier zu den roten Dreiecken. Aber schauen wir erstmal. Schauen wir erstmal, was hier so los ist. Ja, ich habe ja schon festgestellt, das ist die einzige Möglichkeit, hier mit dem Auto irgendwie rein, hinzukommen, ne? Durch den Tunnel dann hier so hoch scheinbar. Er scheint sich in dieser Säule von Berg, keine Ahnung, scheint er sich hoch zu winden. Aha, ist also automatisch gefahren. Das erklärt auch, warum er nicht auf die Flasche reagierte, beziehungsweise auf das Poltern der Fracht. Frage ist, ist er ferngesteuert worden oder computergesteuert?
Ah ja, AI gesteuert. Er ist so gemein. Ja, natürlich. Das ist jetzt der Grund, warum wir das weiterverfolgen. Aber Erncarla war es ja. The party headed there. Aber wir sind trotzdem noch komplett woanders. Okay. Ich verstehe schon. Und doch, von hier aus müsste das noch relativ gut erreichbar sein. Na, wahrscheinlich nach oben, oder? Da kann ich auch unten reingehen und dann die Treppe hoch. Machen wir das. Die beiden. Ist das sogar was wie ein Folgequest hier? Combat will ensue upon beginning the operation. It is recommended to have a party. Okay. Oh ja, komm. Passt schon. Haben die das Fenster auf? Na, was ist hier? Was geht hier ab mit den Haaren?
Jo, okay. So. A boost would work here. Let's party. Ich glaube, ich mache mit ihr einfach Flaming Prayer gerade mal. Mit ihm wieder die Coin Bullets. Magro ziehen. Sie hat den Zero Arts. Mist. Zu spät bemerkt. Ja, easy. Katrin Laplace Code. Oh. Mehr Gegner? Mehr Gegner. Also da die ersten beiden jetzt nicht wirklich schwierig waren. Was, er will jetzt hier für die Grendel auspacken? Kann er nicht mal Grendel auspacken, tja. Oh! You let your guard down. Perish. Mit Bastardlands. This was nothing more than our response as a part of crisis management. Our firm's concierge has previously analyzed the situation. I will leave the rest to the CID and the local police, as well as them. Farewell.
Okay, das war ja easy enough. Okidoki. Ja, dann haben wir nur noch Story zu machen, glaube ich. Oder? Nur noch Story. Ja, dann machen wir das doch. So, einmal da links, einmal da oben und einmal da hinten. Fangen wir hier an. Das ist schon ein bisschen traurig, ne? Wir haben hier die ganzen Informationen zusammengetragen und habt ihr noch was? Nee, leider nicht. Wir wissen gar nichts. Ja, irgendwie sind alle Events, die wir hier haben, ein bisschen wie Crossbell. Das ist schon sehr verdächtig. Okay, dann da hinten bei der Werkstatt war noch was, ne? Schauen wir da erstmal hin.
Ja, was ihn angeht. Erzählen wir vielleicht nicht, dass er sich zu einer AI gemacht hat. Außer er meinte natürlich, dass er den Server sucht, auf dem er gespeichert ist. Keine Ahnung. Aha. Also er hat letztendlich nur zugehört, aber okay. Da bin ich auch ein bisschen neugierig. Das müsste auch gleich hier sein, ne? Ist das nicht nur die Treppe hoch? Und dann hier oben? Yes!
Natürlich ist er gehuckt. Oh, dann hat Almata bestimmt die andere Hälfte in die Finger bekommen. Schön, dass er das so wegwischen kann einfach. Headpad. Oh.
Okay. Ja. Newtown also? Off we go. Wo hier? Ah, da oben. Okay. Dann laufe ich da doch jetzt nochmal hin. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Interesse, fürs Dranbleiben. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann lasst doch auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen. Erzählt anderen hiervon und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. So. Gut. Dann, in dem Sinne, ich wünsche euch was. Bis dahin. Bye, bye.